Osnabrück, ca. 70 Kilometer von Berlin entfernt. Hier wohnt Brigitte Schölhorn mit ihrer Fox-Terrier-Familie Vici, Clara, Frisco und den drei Welpen Gypsy, Gary Cooper und Grace Kelly. Bevor die Fox-Terrier-Züchterin ihre Leidenschaft für den kleinen Jagdhund entdeckte, züchtete sie Hühner. Genauer gesagt, Kampfhühner. Daraus entstand auch der Name ihres Zwingers. Von der Kampfhuhnburg. An dem Fox-Terrier begeistert mich, dass es ein kleiner Hund ist mit viel Power und sehr viel Temperament. Und er ist zwar ein Jagdhund, aber sehr lieb. Zu Kirch sind es auch Jagd, also nicht unbedingt katzenfreundlich oder eben gegen andere Raubtiere oder wilde Tiere. Wie die meisten Terrierarten stammt der Fox-Terrier aus England. Seit Jahrhunderten wird er zur Fuchsjagd eingesetzt. Er hatte die Aufgabe, in Fuchsbauten zu kriechen und die Beute herauszudrücken. Daher erklärt sich der Name. Das englische Fox und das lateinische Terra beschreiben die Arbeit des Fox-Terriers. Auch Brigitte Schölhorn führt ihre Fox-Terrier jagdlich. Ja, also ansonsten, die Hunde gehen mindestens 4-5 Mal zur Drückjagd im Jahr. Also Drückjagd bedeutet Wildschweine, Füchse. Müssen wir halt noch dazu sagen, die Lieblingsbeschäftigung ist Jagen. Und sie brauchen, wenn man nicht zur Jagd geht, eben täglich viel Auslauf. Und möchten natürlich auch gerne in der Familie sein und schmusen. Und es ist trotz allem ein lieber Hund. Der Fox-Terrier ist ein selbstbewusster und umgänglicher Hund, der intelligent und dabei sehr ausgeglichen ist. Er ist kinderlieb, wachsam, aber durch seine ursprüngliche Verwendung auch sehr mutig und willensstark. Alle Terrier sind Jagdhunde, die gern auch mal durch ein Loch im Zaun entwischen und die Hühner vom Nachbarn jagen. Um den Jagdtrieb aufzufangen, muss dem Fox-Terrier immer eine Aufgabe gegeben werden. Ein Fox-Terrier ist ein sehr vielseitiger, kleiner Gebrauchshund, furchtlos und immer lebhaft, immer vergnügt, immer lustig. Männlicher Fox-Terrier wird ungefähr 40 cm groß. Fox-Terrier-Damen sind 2 cm kleiner und halten mit 6 bis 8 Kilo eine schlanke Linie. Die kleinen Jagdhunde werden bis zu 15 Jahre alt. Doch wie sehen die Zuchtstandards aus? Der Kopf sollte möglichst lang und schmal sein, mit kleinen V-förmigen Ohren und hat einen Scherengebiss. Das Fell des Ratterfox-Terriers sollte tricolor sein, also dreifarbig. Das bedeutet also schwarz, weiß und braun der Kopf. Oder manchmal hat er eben auch hier braun oder hier. Und der Glatterfox-Terrier ist nur zweifarbig. Er kann braun-weiß sein oder schwarz-weiß. Die Rute sollte lustig getragen werden, aber nun nicht auf dem Rücken, sondern eben
stehend möglichst. Kann kopiert sein, also jachtliche Leistungszucht kann man kopieren. Aber also ich mache es nicht, weil wir das nicht nötig haben, wie man sieht. Die Pflege bei einem Foxterrier, er sollte möglichst jeden Tag gekämpft werden. Wenn das zeitlich nicht hinkommt, dann wenigstens einmal in der Woche, weil er sonst dann doch verfilzt. Und eigentlich, wenn ich jetzt mal zeige, auch hier mit so einem kleinen Kamm, da holt man jetzt auch die Unterwolle raus. Die Clara hatte ja nur geworfen und hat jetzt dadurch sehr schlechte Haare. Wird aber wieder schön. Und dann muss er alle 3-4 Monate getrimmt werden. Ja. Ansonsten ist es ja eigentlich sehr pflegeleicht. Zweimal am Tag füttert Brigitte Schölhorn ihre Hunde. Sie mischt dafür trocken mit Feuchtfutter. Fertigfutter enthält in der Regel alle erforderlichen Nährstoffe für den Hund und muss deswegen nicht ergänzt werden. Unabhängig vom Futter muss natürlich immer frisches Wasser bereitstehen. Wenn die Züchterin einen Wurf Welpen hat, wird öfter gefüttert. Am Anfang 4 bis 5 Mal am Tag, später etwas weniger. Wichtig ist, dass die Welpen nicht überfüttert werden, sonst kann es bei der Knochenentwicklung zu Problemen kommen. Welpe Grace Kelly muss noch lernen, sich in der Rudelordnung unterzuordnen. Sie ist futterneidisch und knurrt ihre Geschwister vom Napf weg. Den Foxterrier kann man eigentlich nur empfehlen an Leute, die ein bisschen Zeit haben und auch ein bisschen konsequent sein können mit der Erziehung. Die haben Platz in der kleinsten Wohnung, aber brauchen viel Auslauf. Also in jedem Fall müssen sie beschäftigt werden, mindestens einmal am Tag richtig rennen können. Und man sollte sie auch möglichst nicht alleine lassen. Also das mag ja eigentlich kein Hund, aber ein Foxterrier schon ja nicht und ein Zwinger schon überhaupt nicht. Die Erziehung beim Foxterrier ist ein bisschen schwieriger als zum Beispiel beim Schäferhund oder bei anderen Hunderassen, weil sie eben sehr eigensinnig sind und naja, man muss schon konsequent sein. Also man muss nicht unbedingt Erfahrung haben, wenn nicht eben in eine Hundeschule gehen oder in Beratung schon auf jeden Fall, ne? Wenn er nicht ihm über den Kopf wachsen soll. Der Foxterrier muss als erstes für meine Begriffe lernen, dass er nicht alleine aus der Tür rausrennt oder aus dem Auto aussteigt. Weil immer die Gefahr ist, dass er dann auch gleich auf die Straße rennt. Und die sind unheimlich neugierig, wenn es klingelt oder so, dann wollen sie natürlich sofort jeden begrüßen, ist ja klar. Der Foxterrier ist nicht geeignet für Leute mit schwachen Nerven. Weil sie eben manchmal ganz schön über die Stränge schlagen. Indem sie eben mal sich mit anderen Hunden streiten oder sich untereinander streiten oder eben auch mal irgendein Tier jagen, was sie nun gerade nicht sollen vom Nachbarn oder so. Der passende Halter für einen Foxterrier ist, nach meinen langjährigen Erfahrungen kennt man die Leute inzwischen schon und oder hat so das Gefühl, ob der wirklich passend ist für den Hund. Wenn jemand einen Hund kaufen will, dann sage ich erstmal, was er für Nachteile hat. Und wenn sie dann immer noch einen haben wollen, dann kann man sich darüber einigen. Und meistens hat man ja auch weiterhin Kontakt zu den Käufern.
Ja, für mich bedeutet ja erstmal einen Kamerad zu haben. Vor allem, weil ich ja jetzt alleine bin, aber es war vorher auch schon so. Ich wollte schon immer mal einen Hund haben und irgendwann ist es dann eben ausgeartet. Und weil sie immer lustig und immer fröhlich und vergnügt sind, hat man eben seine Freude dran.